Yo Leute, ich bin Flo von Hard The Limit und heute gibt's ein kleines Let's Test zu Dusk, und zwar Episode 2 Build 1-3. Und ja, das ist ein Retro-Shooter im Stil der 90er Jahre, so wie Quake 2 oder was hatte denn noch so ein Stil? Ja, Spiele halt, ne? Ja, und wir spielen das jetzt. Das gibt's auf Steam für, glaube ich, 20 Euro. Da gibt's 3 Episoden und die dritte ist noch nicht heraus. Wir spielen jetzt mal kurz die Kampagne an, um euch das Ganze zu zeigen. Wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad I Can Take It. Und ja, vielleicht hört ihr es. Ich habe jetzt ein Mischpult, dass meine Mikrofonqualität ein bisschen besser ist. Und zwar das. Und zwar, was ich jetzt sagen wollte. Mischpult, deswegen kamen jetzt auch so lange keine Videos mehr, weil ich es einfach nicht gut fand. Weil ich es einfach nicht gut fand, meine Mikrofonqualität. Und jetzt kommen wieder Videos, weil ich habe jetzt ein Mischpult und das klingt alles viel besser. Ja. Man kann auf jeden Fall hier mit den Äxten hier schlagen. Das sind aber ziemlich hart, meckig die Typen. So, hier mal das hier aufgehoben. Es geht auf jeden Fall mit E. Und ja. Das Game hat ein paar richtig geile Features, zum Beispiel bei Visuals und Rendering. Könnt ihr eine Menge Sachen einstellen, zum Beispiel Low Specs Mode, obwohl das Spiel jetzt nicht gerade viel Leistung frisst. Ja, dann könnt ihr noch ein paar schönere Sachen anmachen, zum Beispiel hier Light Bloom oder Binary Filtering. Ich habe das an, weil ja, man könnte es auch ausmachen, mache ich jetzt auch mal. Dann kann man hier die Pixel einstellen, wie verpixelt das Ganze sein soll. Man sieht hier, bei 8 ist das ziemlich verpixelt und ja, bei off ist es gar nicht verpixelt. Deswegen mache ich das auf 3, das gefällt mir ganz gut. Ja, dann könnt ihr bei Color hier nochmal zum Beispiel so ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel Cold als Optik. Ich lasse hier Dusk Default, das gefällt mir relativ gut. Könnt ihr aber natürlich auch alles hier manuell einstellen. Zack. Ja. Display könnt ihr halt die Auflösungen und die FOV einstellen. Und noch irgend so ein Framerate-Gedöns. Und ja. Press F for Flashlight. Interessant. Ja, und zwar. Man kann hier mit R so coole Bewegungen machen. Das ist irgendwie das Geilste hier gerade in dem Spiel. Ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter, machen die Flashlight hier aus. So. Ja, genau, das ist einfach so ein Retro-Game, das, glaube ich, 2016 angekündigt wurde. Okay. Angekündigt wurde. You found a secret. Angekündigt wurde. So, jetzt. Letztes Mal. Und jetzt hier rausgekommen ist. Okay, jetzt habe ich eine Waffe. Rausgekommen ist, und zwar, wann ist das rausgekommen? Ich glaube 2017 oder 18. Ich glaube aber 2017. Ja, ich habe das Spiel auch schon ein bisschen gespielt. Vielleicht merkt man es ja. Es ist auf jeden Fall richtig cool. Müsste jetzt hier irgendwas aufgehen. Hier? Nee. Hä? Lol. Was ist jetzt hier? Okay, okay, okay. Da ist so ein Typ mit einer Motorsäge. Ja. Okay.
Ja, ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt mit dem Mischpult. Falls es wen interessiert, ich habe mir das Behringer Xenix 302 USB gekauft, also das, glaube ich, eines der billigsten Mischpulte, aber das hat alles, was ich brauche. Eigentlich müsste ich auch mal was mischen. Ich bräuchte nur eine Phantomspeisung, die habe ich jetzt hier auch. Und ja, hat sich auf jeden Fall nicht ausgezahlt. Hab mir gedacht, bevor ich mir eine Phantomspeisung kaufe, kaufe ich mir gleich ein USB-Mischpult, ein kleines. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit, kann mich nicht beschweren. Und ja. Irgendwo geht's hier irgendwo hin. Ist auf jeden Fall. Oh, nice. Level completed. Ja, wie gesagt, wir spielen das jetzt einfach hier so mal 10 Minuten ein bisschen. Ich kommentiere das ein bisschen mit und ja, das ist einfach mal zu zeigen, was eigentlich für geile Spiele rauskommen. Ich glaube, viele kennen das gar nicht. Zum Beispiel von meiner Steam-Freundesliste hat das nur einer. Was jetzt nicht viel ist. Ist ein bisschen Indie, das Game. Also ein bisschen kennt halt nicht jeder. Aber es ist, macht saumäßig viel Spaß, vor allem wenn man ja immer mal solche Games gezockt hat. Oh. Ich habe mir auch schon mal ein kleines Projekt überlegt. Das könnte ich euch eigentlich jetzt gleich ein bisschen näher bringen inzwischen. Weil ich spiele das gerade live. Und ja, das Projekt, das ich mir gedacht habe, wäre auf jeden Fall hier einen Retro-PC zu bauen. Und zwar einen PC so vom Jahre 2003 oder so. Mit so einer Hardware. Die bekommst du ja ganz billig eigentlich. Und ja, dann einfach ein paar alte Spiele aus meinem Kasten raus kramen und Windows XP rauf installieren. Da habe ich, glaube ich, sogar noch eine Installationssteuerung liegen. Und einfach mal gucken, wie so ein Teil performt. Mit so alten Spielen wie, ja, keine Ahnung, ja, so Quake oder wie auch das Spiel hier performen würde. Okay, jetzt bin ich gestorben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das hier performen würde. Ist ja eigentlich neu rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was für ein Engine das hier läuft. Das blende ich euch aber mal ein, wenn ich das irgendwie herausfinden kann. Ja, auf jeden Fall könnte sogar sein, dass es Unity ist. Aber ich glaube eher weniger. Jetzt bin ich schon wieder tot. Was ist denn hier los? Das ist richtig brutal. Ich habe das Spiel nämlich nur mal auf ganz einfach mal angespielt und jetzt spiele ich das auf ein bisschen schwerer. Und das zerstört mich gerade komplett. Ruhig. Mal kurz konzentrieren. Alter, jetzt ruft mich wer an. Gekonnt weggelegt habe ich den Kollegen. So. Ja. So. Mal hier die ganzen. Keine Ahnung, es sieht aus wie von so einer Sekte, so ein Typ. Ich blende hier mal ein Bild ein, wenn ich eins finde. Ich glaube, hier, ihr kennt die alle. Das ist so eine komische Sache. Aber ja. Die Story, ich weiß gar nicht, ob das Spiel eine Story hat oder einfach so ein bisschen Gameplay, wo man ein bisschen draufschnetzeln kann und ich bin schon wieder gestorben. Wird langsam ein bisschen scheiße. Ich möchte gar nicht wissen, wie das ist auf der höchsten Schwierigkeit. Oh mein Gott, mit so einem Speed geht das richtig ab, ey. Oh, das ist keiner. Gut ist er. Jetzt gehen wir hier mit dem Gas jetzt rein.
Nein! 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 Alter, ey, ich bin schon wieder zoomen. Ah ja, zoomen kann man auch ein bisschen. Ja, hab mir gedacht, jetzt hier, technisch mal ein Video auszeit, leider, obwohl jetzt nie lang nicht kam. Aber, demnächst kommt ein, PC-Build. Video in 1 bis 2 Wochen. Mal gucken. Aber ich bin jetzt eh schon wieder gestorben. Und ja, da kommt ein PC-Build. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Wird auf jeden Fall eine geile Sache. So. Wird auf jeden Fall cool, ja? So. Ja, ich komme hier gerade eh nicht weiter. Ich würde sagen, wir spielen noch so ein paar Minuten. Alles klar. Wie viel gibt denn der Damage, ey? Das ist doch krank. So, das ist mein neues Maschinengewehr hier. Oh ja. Ich muss das Spiel jetzt hier leider. Ich habe nämlich einen Ultra-Wide-Monitor und ich muss das jetzt hier leider. In Full HD spielen, weil sonst kann ich mit der Aufnahme nicht viel anfangen. Also so ein normaler Motor. Aber auch egal. Das ist gerade nur ein bisschen Abfuck hier. Ich glaube, ich gehe mal hier in die Hütte hier rein. Oh nein. Sacrifice, was? Was sehen wir? Oh, 12 Leben! 12 Leben! 12 Leben! 4 Leben! Ich bin tot. Alter, jetzt bin ich hier. Oh! Akimbo! Juju! Boah, das sieht alles aus. Nice. Okay, hier sind jetzt mal alle tot. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Boah. Irgendwo hat gerade so ein sexy Zauberer hier herumgeschüttet, ey. Nein, jetzt bin ich auch tot. Ja, Leute, das war Dusk. Und ja, auf jeden Fall der Steam-Link ist in der Videobeschreibung, sowie ein paar Daten zum Spiel oder wer das entwickelt hat und weiter etc. BBB. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl es kein Technik-Video war. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr ein paar mehr Videos sehen wollt. Und einen Kommentar, was ich als nächstes mal machen könnte. Ich versuche natürlich alles umzusetzen, was ihr in die Kommentare schreibt. Und ja, Leute. Tschüss und bis zum nächsten Video.